In Dokumenten, die über die geistige Virtuosität im Liszt-Kreis sprechen, wird der Tempoaspekt selten explizit erwähnt. Jedoch zeigen gerade überlieferte Dauern, wie diejenigen zur Adnos-Fantasie oder zur Hammerklaviersonate, dass Werke, die als virtuos oder sogar im Fall von Adnos hochvirtuos taxiert wurden, verhältnismäßig langsam gespielt wurden. Es scheint, dass die Art der Virtuosität, die Liszt im Sinne hatte, nicht in erster Linie oder zumindest nicht nur auf Geschwindigkeit hin ausgerichtet war. Im Gegenteil muss es so gewesen sein, dass Extreme des Tempos ausgelotet wurden. Langsame Teile, die an die Grenze der Langsamkeit gehen, und schnelle Passagen, die so kraftvoll wie möglich sind. Und mit kraftvoll meine ich hier wirklich bewusst kraftvoll und nicht notwendigerweise schnell. Sowohl die Adnos-Fantasie wie auch die Hammerklaviersonate in Liszts Dauer zeigen einen Gebrauch der Virtuosität, der immer im Licht der überlieferten Dauern auf Gehalt ausgerichtet war, auf Kraft in jeder Note und auf Zeit anstelle von bloßer Fingerfertigkeit.